Ich habe jetzt hier im Studio eine Hauptdarstellerin des Films Invisible Sue, Anna Shirin Habedank. Und meine erste Frage ist, du hast ja jetzt gleich Deutschlandpremiere. Ja. Bist du noch sehr aufgeregt? Nein, um ganz ehrlich zu sein. Also natürlich ist ein bisschen Aufregung mit dabei, aber wir haben jetzt den Film auch schon oft gesehen und dieses Verfahren ist noch nie so groß gewesen, aber wir hatten ja auch schon Premiere, wir hatten ja schon Weltpremiere und man ist ein bisschen aufgeregt, aber nicht wirklich. Nein. Ist das dein erster Kinofilm, in dem du mitspielst? Ist mein erster Kinofilm. Ich habe davor einen Fernsehfilm gemacht, aber der erste Kinofilm, ja. Okay. Und du möchtest sicher später auch mal Schauspielerin werden, oder? Ja, ich habe mich jetzt noch nicht festgelegt auf Schauspielerin. Ich singe auch. Ich habe jetzt auch ein Lied geschrieben, was ja im Abspann ist vom Film. Ja. Haben wir auch letztens ein Musikvideo gemacht. Aber irgendwas in die Richtung auf jeden Fall, ja. Und wie bist du denn zu deiner Rolle gekommen? Die anderen haben das über Castingagenturen gemacht. Genau, bei mir dir? Das gleiche. Bei, genau bei mir genau das gleiche Verfahren. Also Castingagentur, Casting. Wir hatten insgesamt 3 Castings und dann war es das. Du spielst ja im Film so ein bisschen die Tüftlerin. Wie ist denn das bei dir privat? Bist du auch technikaffin oder eher nicht so? Also ich bin froh, wenn ich den USB-Stick richtig rum reinstecken kann. Aber sonst nicht so, nee. Also, nee. Okay, und die Sue, die kann sich ja im Film unsichtbar machen. Ich denke, das kann man vorwegnehmen. Ja. Was würdest du denn im echten Leben machen, wenn du dich unsichtbar machen könntest? Also wir hatten auch während der Dreharbeiten oft Diskussionen darüber, was denn jetzt am besten wäre. Also ich persönlich würde ganz gerne fliegen können oder mich teleportieren können. Einfach aus dem Grund, dass man irgendwo hin kann, wo man hin will. Und speziell, wenn du unsichtbar wärst, was würdest du dann machen? Ich glaube, ich weiß nicht, unsichtbar ist so eine passive Superkraft. Also man kann jetzt nicht irgendwas total Krasses machen, sondern muss schlau genug sein, um damit was zu machen. Und ich glaube, ich würde versuchen, irgendwie mich zu verstecken, Leute zu erschrecken, wahrscheinlich sehr, sehr banale Sachen. Okay, im Film gibt es ja viele Action-Szenen. War das manchmal gefährlich oder hat sich da jemand verletzt? Oder es hat sich nie jemand verletzt. Es hat sich nie jemand verletzt. Es wurde nicht, also es gibt eine Sache, die digitalisiert wurde. Wir hatten auch Stunt-Double, also wir sind auf dem Motorrad gewesen zum Beispiel und da hatten wir eine scharfe Bremsung war, hatten wir Stunt-Double und das haben wir aber auch selber gemacht. Das war nichts gefährlich, niemand ist was passiert. Okay, ja. Danke, das war's schon. Danke.